Guten Tag und vielen Dank, dass Sie sich für ein weiteres Qualitätsprodukt von Best Buy entschieden haben. In den nächsten Minuten zeigen wir Ihnen die Aufstellung und Wartung Ihres neuen Lazy Spa. Bitte beachten Sie, dass dieses Video als Ergänzung zum Bedienerhandbuch gedacht ist und dass es dieses nicht ersetzt. Bitte beachten Sie die Warn- und Sicherheitshinweise im Handbuch und bitten Sie Ihren Poolhändler um Informationen zur Wasseraufbereitung für Ihren Pool. Der wichtigste Schritt bei der Aufstellung Ihres Whirlpools ist die Wahl des richtigen Standorts. Es ist extrem wichtig, dass der Pool auf einer glatten, flachen und ebenen Oberfläche aufgestellt wird, die das Gewicht des gefüllten Whirlpools und das Gewicht der Benutzer für die gesamte Betriebszeit der Therme gleichmäßig tragen kann. Servern Sie den gewählten Aufstellbereich von schmutz- und scharfkantigen Gegenständen. Breiten Sie den Pool aus und schrauben Sie das Luftventil an. Pumpen Sie den Whirlpool mit der Pumpe auf. Stecken Sie als erstes die Pumpe ein. Bei dem ersten Gebrauch der Pumpe oder beim Ausfall der Heizfunktion bei aktiven Filtersystemen führen Sie bitte einen Neustart durch, indem Sie den Reset-Knopf des Filtersystems drücken. Warnung: Lesen Sie unser Handbuch sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass der Anschluss korrekt installiert ist. Schließen Sie den Aufpumpschlauch an den Adapter A der Pumpe an. Nun können Sie die Pumpe durch Drücken der Taste Lazy Massage einschalten und der Pool wird aufgepumpt. Bitte beachten Sie: Das Bedienfeld verfügt über eine automatische Tastensperre. Halten Sie die Tastensperre Lock für 2 Sekunden gedrückt, um die Steuerung freizugeben. Pumpen Sie den Pool auf. Nachdem der Pool aufgeblasen ist, kann die Pumpe angeschlossen werden. Danach bitte den Stecker der Pumpe herausziehen. Vergewissern Sie sich, dass die Dichtungen richtig sitzen und nun die Buchstaben A mit A, B mit B und C mit C verbunden werden. Die Adapter von Hand festziehen. Ist der Filter in das Gehäuse eingefügt, schrauben Sie das Gehäuse auf das untere an das Ventil. Schließen Sie das Ablassventil am Poolboden. Nun kann der Pool mit Wasser gefüllt werden. Füllen Sie den Pool mit dem Gartenschlauch bis zu der auf der Wand der Therme angegebenen Markierung. Um die Wassertemperatur einzustellen, das Funktionsdisplay entsperren und die Heizungstaste drücken. Mit den Pfeiltasten die gewünschte Temperatur einstellen. Diese Taste dient zum Einschalten des Massagesystems, das sich nach 30 Minuten automatisch abschaltet. Diese Taste dient zum Einschalten des Wasserfiltersystems. Diese Taste schaltet zwischen Celsius und Fahrenheit um. Anmerkung: Die Pumpe geht nach 72 Betriebsstunden in den Standby-Modus, was das Heiz- und Wasserfiltersystem deaktiviert. Um die Pumpe wieder in Betrieb zu setzen, das Funktionsdisplay entsperren und die gewünschte Temperatur einstellen. Um den Pool aufzuheizen, legen Sie bitte die Abdeckung auf. Warnung: Die Abdeckung ist kein Ersatz für eine Überwachung durch Erwachsene. Kinder in der Nähe des Pools müssen immer überwacht werden. Ihr Lazy Spa umfasst außerdem einen Chemikalienfluter. Alle Spa und Pools machen eine Wartung erforderlich. Um das Wasser sauber zu halten, kaufen Sie die Wasseraufbereitungsmittel von Best Way SwimTech. Die Filterpatronen sollten täglich gereinigt oder ersetzt werden. Sollte der Pool beschädigt sein, verwenden Sie den mitgelieferten Reparaturkit. Tragen Sie den Klebstoff auf und packen Sie den Reparaturkit aus. Um Ihren Whirlpool zu entleeren,
ziehen Sie die Verschlusskappen der Sparventile fest, damit das Wasser nicht austritt. Klemmen Sie jetzt die Pumpe von der Therme ab. Setzen Sie die Kappe auf den Adapter A. Schließen Sie den Schlauchadapter an Ihren Gartenschlauch an und schließen Sie beide an den Adapter B der Therme an. Entfernen Sie die untere Verschlusskappe, um das Wasser abzulassen, wenn Sie den Schlauch in den gewählten Auslassbereich gelegt haben. Es ist wichtig, dass Sie Ihren Pool sowie alle sonstigen Komponenten vor der Lagerung am Ende der Saison gründlich reinigen und trocknen. Wir empfehlen die Verwendung eines Nass-Trockensaugers, um das Wasser aus den Leitungen der Therme und der Pumpe zu entfernen. Stellen Sie aus